It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren CSGO Overwatch. Och, auf Office. Ach, guck mal, do. Suspect 14-3-3, 3 Sternchen. Score von 36 in Runde 9, die sie aktuell alle zu 0 gewonnen haben hier in die 9 Runden. Auf einer schon, also harten Team-Map, oder? Auf einer sehr harten Team-Map, oder wurde irgendwas verändert? Ach so, aha, okay, Monsieur. Wo läufst du gerade hin? Oh, da stand ja zufällig jemand. Was ein Lurch, Alter. Was ein Riesenlurch. Also, ich meine, er hätte auch an. Vielleicht war im Vorfeld ein Mate da, der den angesagt hat. Aber er ist. Also, ich glaube nicht. So zielstrebig, wie er da hingerannt ist. Der Sack. Können wir jetzt muss er reinchatten. Der Lurch. Das ist ja wohl dreist. Auf Office. Hallo. Da kann man einfach nicht hacken. Das darf nicht sein. Schauen wir mal, was er so treibt. Leute. Das Wochenende bis gestern war echt krass. Wir haben den längsten Stream ever gehabt. Wir haben 50 Stunden durchgestreamt. Wobei ich davon natürlich nicht durchgehend vor der Kamera saß, sondern auch Wiederholungen habe laufen lassen vom Freitag davor. Währenddessen gab es durchgehend die Valorant Keys. Die wird es auch gleich oder bald wieder geben. Ich werde jetzt, wenn das Video fertig ist und hochgeladen ist, den Stream wieder anmachen. Also es kann schon sein, dass er jetzt aktuell gerade läuft. Okay, Lurch, stehst du jetzt einfach nur rum? What? Ja, der Stream wird dann wieder laufen, auch wieder mit einer Wiederholung. Also, ihr könnt Valorant Keys absnacken und eben Bubble Dollar sammeln, wenn ihr wollt. Noch keine feste Zeit dafür, aber ich denke, ja, sobald ich hier eben durch bin, mache ich direkt alles ready und starte die ganze Geschichte. Also, ich mache noch die Thumbnail für das Video, aber dann werde ich die Sache starten und dann werde ich das Teil wahrscheinlich auch wieder die ganze Nacht anlassen. Das heißt, wer noch einen Valorant Key braucht, kann ihn sich dann in diesem Stream wieder snacken oder wer Bubble Dollar sammeln will, kann das auch tun. Södele, also, er steht echt viel rum, dafür, dass er vielleicht ein Warlike hat, steht er wirklich extrem viel unbeweglich auf der Stelle und macht nichts. Junge, legst du mal los, hallo, bitte, komm, zack, 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 uff, alles klar, jetzt hinter ihm war ein Feind, die haben ihn jetzt sogar gerusht, weil er so lange rumstand. Guck mal, er macht nichts und schon scheinen die Tees zu gewinnen. Jetzt gucken wir mal, wie er die Runde mit seinem Kollege Whale noch holen will. Whale ist schon drin, mittendrin und wird von dem Wal gefistet und der andere, oh ho ho ho, der Bunny Hopper, da ist er ja. Gut, man hat ihn jetzt auch eben steppen gehört da, ne? Also das war jetzt nicht sonderlich besonders, aber er ist dennoch mittelmäßig zielstrebig dahin gehoppelt. Hätte auch zu seinem Kollegen gehen können. Aber so wie das aussieht, machen sie extrem souverän hier den Sieg, also den zu Null Sieg auf Office, was wirklich frech ist. Da ist halt, also würde ich sagen, nach wie vor, da wurde jetzt nichts verändert, oder? Nach wie vor eine Team-Map ist. Wir wissen, dass CSGO ja immer wieder irgendwelche wahnsinnigen Map-Updates macht und ich bin meist der Letzte, der die mitbekommt. Aber, ne, eigentlich durch euch ja gehöre ich schon zu den ersten 100 wahrscheinlich. Also so wollen wir jetzt mal nicht lügen, ne? Aber hier wurde bestimmt nichts verändert. Die Karte sieht auch noch recht normal aus. Also von daher, ja, ist sie bestimmt immer noch T-lastig. Was passiert hier? Sind das etwa die schlechtesten Terroristen, die jemals auf Office gespielt haben oder ist das gesamte City-Team am Haxoren. Ey, aber er steht auch so hart rum, das ist easy in Grief. Easy nochmal in Grief obendrauf. Wobei man jetzt auch nicht mehr viel gesehen hat, ne, bei ihm leider. Wenig Performance, wenig Info, die man hier kriegt zu seinem Fall, außer das Kack-Rumgestehe. Er ist sehr hibbelig und versucht hier andauernd die Bunny-Hops zu machen. Okay, komm, wir gucken mal, wer die letzten beiden holt. Die sind, soll ich auf langsam machen? Also, der eine ist da hinter der Wand. Hä? Oh. Das ist aber auch krasses Timing von den Gegnern, oder? Dass sie wirklich genau dann reinlaufen, wenn er halt, ja, dementsprechend dahin aimt. Das wirkt fast wie abgesprochen. Also direkt nach der ersten Runde vorhin hätte ich auf jeden Fall auf den Wallhack spekuliert. Was würdet ihr jetzt sagen, zu dieser Sekunde? Würdet ihr sagen, ah ja, ganz klar Wallhack? Oder ja, die steppen auch wie Ochsen, also von daher weiß man eh, wo die sind. Wobei man den ersten so nicht gehört hat. Guck mal, er geht um die Ecke und aimt da auch gar nicht mehr rein. Er war sich jetzt auf einmal ziemlich sicher, dass er nicht mehr da ist. Und sie haben doch nicht zu Null reingeregelt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie sie bei T abschneiden, die Jungs. Guck mal, ähnlich gut. Whale drückt übrigens nur Headshots, oder? Drückt Whale. Ah, hier war... Oh, da war doch wieder einer am Start. Letzte Runde jetzt schon. Und Whale und er stehen ziemlich gut da. Wobei Kauf auch direkt hinterher rückt auf der Scoreboard-Geschichte. Kommen nichts in die. Ach, jeden Start steht da rum. Das ist doch kacke, oder? Sowas kannst du doch nicht machen. Muss er jedes Mal sein Wallhack einstellen, oder was? Ah, okay, wow.
Super. Ganz toll. Naja, Leute. Würdet ihr sagen, da ist ganz klar ein Warlock am Start. Also eins nehme ich euch vorweg. Griefing auf jeden Fall. Aber was? War es ein Vision Assist? Waren da auch Bunny Hops? Und vielleicht sogar eine Richtung, was etwas hier aimiges. Hatte er da was aimiges an? Frage über Frage und die Antwort wisst ihr hoffentlich. Ich werde jetzt gleich drücken, was ich ihm drücken werde. Und ja, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was er verdient hat. Haut rein, wir sehen uns dann im nächsten Video, also morgen, beziehungsweise im nächsten Livestream, also in dem ich auch wieder richtig vor der Cam hocke, am Dienstag um 18 Uhr. Ja, ciao, ciao.